Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Hinter den ganzen Rauchschwaden bin ich am Start. Ich habe mir heute mal wieder ein paar Freunde eingeladen. Und zwar habe ich ein kleines Shisha-Quiz vorbereitet. Und ich will mal herausfinden, was meine Freunde so über Shisha wissen und wie gut sie bei dem Test abschneiden. Macht gerne mit, schreibt eure richtige Anzahl an Antworten unten in die Kommentare. Und dann mal schauen, ob ihr besser gewesen wärt als meine Freunde, die ich heute so hier eingeladen habe. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Shisha-Quiz. So, mein erster Gast ist am Start, der Niklas, aka Cryptic Hooker, so der Name seines Shisha-Blogs. Er ist auf jeden Fall der Erste, dem ich heute die Shisha-Fragen stellen werde. Mal schauen, wie viele unser erster Kandidat hier richtig beantwortet. Bin mal gespannt. Aber erstmal, moin moin Niklas. Hi, freue mich schon mal hier zu sein. Wir starten auch direkt mit der ersten Frage. Die erste Frage des Shisha-Quizzes lautet: Vor Jahrhunderten wurde die erste Shisha aus einer Kokosnuss gebaut. In welchem Land war das? A. Indien, B. Pakistan, C. Saudi-Arabien oder D. Marokko? Also, ich bin für Indien. Das ist richtig. Boah. So, mein nächster Gast ist da, der Chris, aka Shisha-Gott. Moin moin, schön, dass du am Start bist und am Shisha-Quiz teilnimmst. So, wir fackeln auch gar nicht lange rum. Wir steigen direkt mit der ersten Frage ein. A. Indien, B. Pakistan, C. Saudi-Arabien oder D. Marokko? Indien. Das ist richtig. So, mein nächster Gast ist die liebe Sophie, die sich hier den 10 Fragen stellt. Wir labern auch gar nicht lange rum und fangen direkt an mit der ersten Frage. A. Indien, B. Pakistan, C. Saudi-Arabien oder D. Marokko? Ich würde Marokko sagen. Das ist leider falsch. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Oder D, Marokko? Ich schätze mal Indien. Das ist richtig. So, hier einmal der Schlauch für dich. Darfst gerne zwischendrin rauchen. Vielen Dank. Und erstmal Moin Moin Leon, aka moin. Shisha Angels Germany, Unterstrich dazwischen. Yes. Ja? Shisha Unterstrich Angels Unterstrich Germany. Yes. Sehr gut. Moin Moin, ich hoffe, du bist bereit für die Fragen. Ich würde sagen, wir springen auch direkt in Frage Nummer 1 rein. Die lautet: Vor Jahrhunderten wurde die erste Shisha aus einer Kokosnuss gebaut. In welchem Land war das? Ich sag Indien. Das ist richtig. So, Moin Moin Pascal, schön, dass du vorbeischaust und beim Quiz mitmachst. Immer gerne. Dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit Frage Nummer 1 an. Marokko. Das ist leider falsch. Die richtige Antwort wäre Indien gewesen. Frage Nummer 2. Aus welchem Land kommt Somo? Aus Brasilien. Das ist auch richtig. Frage Nummer 2. Aus welchem Land kommt die Marke Somo? Aus Brasilien. Easy. Aus welchem Land kommt Somo? Brasilien. Yes, das ist richtig. So, Frage Nummer 2. Aus welchem Land kommt Somo? Brasilien. Ja, richtig. Aus welchem Land kommt die Marke Somo? Brasilien. Richtig. Okay. Frage Nummer 2 ist, glaube ich, deutlich einfacher. Aus welchem Land kommt Somo? Hergestellt oder wo es ursprünglich herkommt? Also wo die Marke ursprünglich ansässig ist. Brasilien. Das ist richtig. Frage Nummer 3 und eine etwas schwerere Frage, wo ich sehr gespannt bin, ob die überhaupt jemand heute richtig beantworten wird. Welche dieser Tangis-Sorten gibt es wirklich? Diced Pineapple, Golden Delicious, Cherry Punch oder Oiliqui? Ich bin für C. Das ist falsch. Oh. Richtig wäre D gewesen, Oiliqui. Welche dieser Tangis-Sorten gibt es wirklich? Diced Pineapple, Golden Delicious, Cherry Punch oder Oiliqui? Cherry Punch. Das ist falsch. Die richtige Antwort wäre D, Oiliqui gewesen. Frage Nummer 3 und eine relativ schwere Frage, die bis jetzt noch niemand richtig hatte. No pressure. Okay. Welche dieser Changes-Sorten gibt es wirklich? Ich würde Oiliqui sagen. Das ist richtig. Oh, cool. War das geraten? Das war geraten. Das war sowas von geraten. Frage Nummer 3. A. Diced Pineapple, B. Golden Delicious, C. Cherry Punch oder D. Oiliqui? Ich denke mal C. Das ist leider falsch. Cherry Punch gibt es nicht. Frage Nummer 3 und bis jetzt erst einmal richtig beantwortet. Ich sag C. Das ist falsch. Cherry Punch hört sich zwar ziemlich geil an, es ist aber D. Oiliqui. A. Diced Pineapple,
B. Golden Delicious, C. Cherry Punch oder D. Oliqui. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt das zweite sagen, das Golden irgendwas. Golden Delicious ist leider falsch. Es ist D. Oliqui. Frage Nummer 4. Welche dieser Marken gibt es nicht? Azur oder Azure? Nai, Nakla oder Al-Sharsharanun? Ah. Das ist falsch. Oh. Azur gibt es wirklich, ist eine amerikanische Marke. Ah. Nie gehört. Oder eine Marke, die zumindest häufig in Amerika zu finden ist. Was wäre denn richtig? Richtig wäre gewesen, Al-Sharsharanun gibt es nicht. Das heißt nämlich Baum auf Arabisch. Oh. Ja. Habe ich einfach mal Baum übersetzt. Hört sich aber nach was an. Azur, Nai, Nakla oder Al-Sharsharanun? B. Das ist falsch. Nai gibt's wirklich. Ist eine brasilianische Shisha-Marke. Azur, Nai, Nakla oder Al-Sharsharanun? Ich würde das letzte sagen. Das ist richtig. Das ist nämlich arabisch für Baum. Also wahrscheinlich vollkommen anders ausgesprochen, aber heißt eigentlich Baum. B. Das ist leider falsch. Was? Nai ist eine Marke aus Brasilien. Oh. Die richtige falsche Antwort oder die falsche richtige Antwort wäre gewesen, Al-Sharsharanun gibt es nicht. Oder D, Al-Sharanun. Ah. Oh. Das ist falsch. Azur gibt es wirklich. Relativ bekannt in Amerika, also sowohl Nord- als auch Südamerika. Frage Nummer 5. Nenne 10 Tabaksorten in unter 20 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Darkside Hola, Supernova, Lemblast, Ginesse Raspberry, Wildberry, Somo Strong Red, Mint, Melon, Mango, Orange. Ja, das waren 16 Sekunden und 10 korrekte Sorten, wenn auch nur 2 Hersteller. Ja, sind mir so spontan eingefallen. Nenne 10 Tabaksorten in unter 20 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Black Nana, Octopus, Berlin, Splash Joy, Tuap, Doppelapfel, Crab Mint, Pineapple, Lemon, Zitrone, Minze, Kiss Mad Orange. Die Zeit ist abgelaufen und du hast leider sowohl Zitrone zweimal genannt, als auch Doppelapfel zweimal genannt. In dem Moment kennt man das. Glaube ich dir, dass das unter Strom ziemlich schwer ist, aber kann ich leider nicht als richtig durchgehen lassen. Nenne 10 Tabaksorten in unter 20 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Green Lean, Black Nana, Hola, Ditte, Supernova, Cinderella, ja, Cold Peach, Cold Lime, Cold Cherry. 2 Sekunden. Keine Ahnung. Ah, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Das waren leider nur 8 Sorten. Pressure is da. Ist verrückt, oder? Normal würde man denken, jeder weiß sofort 10 Sorten. Aber wenn du dann so unter Druck stehst und ganz schnell drüber nachdenken musst. Ist Katastrophe. Katastrophe. Die Zeit läuft ab jetzt. Einmal Black Nana, Lemon Chill, Ice Mango, Tango Mango oder Mango Tango. Ja, ja, ja. 14 Sekunden. Shit, fällt nichts ein unter Druck. Das waren leider 20 Sekunden. Nenn mir 10 Tabaksorten in unter 20 Sekunden. Deine Zeit läuft ab jetzt. Strong Red, Strong Orange, Black Nana, Strong Peach, Key Lem. 13 Sekunden. Oh. Was gibt's denn noch? Green Lean. Das waren 20 Sekunden, aber leider nur 6 Sorten. Du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, um mir 10 Tabaksorten zu nennen. Ab jetzt. 10, Strong Red, Strong Orange, Strong Blue, Strong Passion, Strong Melon, Cucumber von Somo, Pear von Somo, Darkside Hola, Darkside Lemon Blast, Darkside Supernova. Easy. Nur 12, Peng Sekunden. Das war auf jeden Fall der Rekord für die 10 Sorten bis jetzt. Frage Nummer 6. Nenne 5 Shisha-Marken in unter 15 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Aeon, Shishaya,
Aladdin, Mataleon und ach, komm schon. 13 Sekunden, 14, 15, das war leider nichts. Ganz knappe Sache, ein hätte gefehlt. Ist schon erstaunlich, wie schwer einem das fällt, wenn man so unter Strom steht, oder? Auf jeden Fall, also... In unter 15 Sekunden, die Zeit läuft, ab jetzt. Mauser, Aeon, Shishaya, Masaya, The Hooker, Hustler. Ja, passt. Das waren 5 Marken in 6,6 Sekunden, also echt stabil. Die Zeit läuft, ab jetzt. Shishaya, M.I.G., Blackout, Alpha, Octopus? Ja, passt. Sind 5 Stück, waren sogar unter 10 Sekunden. Mal gucken, ob du mit der nächsten Zeitfrage besser klagst. Deine Zeit läuft ab jetzt. Kaya, Aeon, Amy, was gibt's noch? Hooker? Hooker und war noch einer. Da sind auch die 15 Sekunden leider schon um. Was ist denn Hooker bitte für eine Marke? Wie heißt Wooker, gell? Wooker, ja. Genau. Scheiße. Ab jetzt. Ocean, Moos, The Hooker, Aladdin, Amy. Ja, alles richtig und nur 10 Sekunden umgegangen. Ab jetzt. Shishaya, M.I.G., Moos, die Amazon, wenn das Amazon als Name gilt und boah, fuck, das schaffe Amy. Ja, sehr gut. Knappe Kiste, 14,5 Sekunden hatten wir jetzt, aber auch die Frage richtig. Frage Nummer 7. Nenne 5 Bestandteile einer Shisha in 15 Sekunden. Die Zeit läuft ab jetzt. Bowl, Schlauch, Base, Rauchsäule, Taucher. Jo, das waren easy 4,9 Sekunden. Sehr, sehr gute Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Schlauchanschluss, Teller, Rauchsäule, Base, Taucher, Bowl. Easy, das waren sogar 6. Sehr gut, in unter 4 Sekunden. Nenne 5 Bestandteile einer Shisha. Diffusor, Rauchsäule, Teller, Kohleteller, Schlauchadapter, Schlauch, Mundstück. Ja, das waren schon mehr als genug in 11 Sekunden, also auch richtig beantwortet. Es gibt noch eine weitere Zeitfrage. Diesmal hast du 15 Sekunden, um mir 5 Bestandteile einer Shisha zu nennen, ab jetzt. Base, Bowl, Rauchsäule, Tauchrohr, Kopf, Kohleteller. Ja, passt, das waren sogar schon 6. Nenne mir 5 Bestandteile einer Shisha in 15 Sekunden ab jetzt. Schlauchadapter, Rauchsäule, Base, Bowl, Tauchrohr. Ja, passt, das waren schon 5 in 8 Sekunden. Sehr gut, ab jetzt. Tauchrohr, Rauchsäule, Kohleteller, Bowl, Adapterstück, also für Schliffadapter oder sowas. Easy. In nur 7 Sekunden auch die Frage richtig beantwortet. Frage Nummer 8. Wie heißt die Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmeckt? Holstersorte? Yes. Mr. John? Nein. Verdammt. Miss Juicy wäre die richtige Antwort gewesen. Wie heißt die Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmeckt? Miss Juicy. Korrekt. Wie heißt die Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmeckt? Das ist Cherry... Nee, Wildberry Punch? Nee, leider nicht. Erdbeere. Himbeere und Menthol. Von Holster. Ja, eine Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmeckt. Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da muss ich passen. Keine Idee. Muss ich passen. Miss Juicy wäre richtig gewesen. Frage Nummer 8. Wie heißt die Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmecken soll? Puh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Gar keine Idee? Geh sie mal so im Kopf durch, die Holstersorten. Mr. John? Nee, leider nicht. Mr. John war mit Ananas. Die richtige Antwort wäre Miss Juicy gewesen. Wie heißt die Holstersorte, die nach Erdbeere, Himbeere und Menthol schmecken soll? Keine Ahnung. Ich kenne mich bei Holster überhaupt nicht aus. War das der Kaktopus? Ich bin mir nicht sicher. Ne, das war ja mit Kaktuseis. Ich weiß es nicht. Kenne mich bei Holster, wie gesagt, nicht aus. Außerdem war das Hukain. Ja. Mit dem Kaktopus.
Aber nicht schlimm. Frage Nummer 9. Und ich bin mir sicher, die hast du easy peasy und schnell beantwortet. Was ist mein Lieblingstabak? Black Nana. Black Nana. Black Nana. Black Nana. Black Nana. Black Nana. Richtig. Black Nana. Frage Nummer 10 und eher eine Fun-Frage. Was ist dein Lieblings-Shisha-WG-Video? Das mit dem Wodka in der Bowl. Wodka das fand ich Bowl am lustigsten. Ja. Das fand ich cool. Was ist dein Lieblings-Shisha-WG-Video? Der Adaya-Trip. Der Adaya-Trip. Wegen den geilen Erinnerungen an ja, einen Hammer einfach die Erinnerung. Aber das zweite ist dann, wo wir in den Niederlanden waren. Also alle, wo du dabei bist. Ja, aber es gibt natürlich auch noch andere. Also Top 5 Sorten feiere ich mega. Kommen wir immer gut mit klar. So kann man auch sehen, was man mal probieren muss unbedingt. Sehr gut. Dann deine Reviews sind voll aussagend. Deine Kurzeinblicke, die ganzen Cinematics, die du machst, übelst krank. Frage Nummer 10 und eher eine Fun-Frage. Es gibt keine falsche Antwort. Was ist dein Lieblings-Shisha-WG-Video? Da muss ich sagen, das war der letzte Blindtest. Der letzte Blindtest? Ja. Das ist schon das zweite Mal, dass die Antwort fällt. Frage Nummer 10, eher eine Fun-Frage, gibt keine falsche Antwort. Was ist dein Lieblings-Shisha-WG-Video? Lieblings-Shisha-WG, das waren mit die 5 besten Darkseid-Sorten. Mhm. Waren das 5? Ja, waren 5. Ja, das ist das beste Video. Das ist dein Favorit. Frage Nummer 10, was ist dein Lieblings-Shisha-WG-Video? Das After, nicht das Aftermovie, das Türkei-Video. Mein Lieblings-Shisha-WG-Video ist das letzte Video, was du mit den Leuten hier gedreht hast. Das war das Tasting, ob mal Wodka in der Bowl schmeckt oder nicht. Damit hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 10 Fragen richtig beantwortet. 7 Antworten richtig. Ebenfalls 7 richtige Antworten. Das reicht jetzt leider nicht ganz für die ersten Plätze. Damit hast du 6 Fragen und liegst zusammen mit dem Niklas auf Platz Nummer 2. 7 richtige Antworten und teilt sie zusammen mit der Sophie und dem Chris den ersten Platz. Dann danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, dann danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Dann danke ich dir. Sehr gut. Dann danke fürs Mitmachen. So Leute, das waren alle Teilnehmer von meinem kleinen Shisha-Quiz. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig hattet. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr noch coole Vorschläge für Fragen fürs nächste Quiz habt. Wenn das Ganze gut ankommt, können wir das natürlich sehr, sehr gerne mal wieder machen. Vielleicht auch nochmal mit ein paar neuen Leuten und natürlich neuen Fragen. Ansonsten lasst dem Video gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo auf dem Channel da. Würde mich sehr freuen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.